Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Anno 1800. Ja, wir stehen kurz davor, dass das neue DLC Aufstieg der neuen Welt erscheint. An diesem Freitag ist es soweit. Mal schauen, ob ich es da noch schaffe. Aber das bedeutet, wir haben noch zwei Parts, einige Vorbereitungen zu treffen. Zudem wollen wir hier natürlich ausbauen. Wir schauen ein bisschen, was itemmäßig geht und fangen dann schon an, Schiffe runterzuschicken. Wir haben hier jetzt ein paar normale Clipper. Aber wenn wir Glück haben und noch rechtzeitig das Item finden, können wir vielleicht ein paar Dampfschiffe produzieren. Mittlerweile stellen wir ja dank unserer Produktion, die wir beim letzten Mal hier oben hingestellt haben von den Hochrädern, auch entsprechende Teile her. So, ich sehe aber, wir haben erstmal ein Problem mit der Bevölkerung. Es fehlt nämlich. Das bedeutet, wir lassen hier einfach mal ein bisschen aufsteigen. Und damit haben wir das Problem vorläufig erstmal gelöst. Was fehlt? Oh Gott, denen fehlt ja gefühlt alles. Wie konnte das denn passieren? Okay, Gott hatte wenigstens denen fehlt... Was geht denn hier ab? Fälle. Okay, schau mal komisch, dass das... nein, mach hier weiter. Schau mal komisch, dass das Ding hier weiterläuft. So, wir haben das hier noch. Wir können natürlich hier noch ein paar hinbauen. Ein bisschen Platz haben wir noch. Aber merkwürdig. Gehen wir mal bis hier hin. Dann können wir das noch mal ein bisschen reinschieben. Darum müssen wir uns zuerst kümmern. Beziehungsweise haben wir drüben ein Itemschiff stehen. Dann können wir da ganz kurz mal hingucken. Ja, haben wir. Ist das... Oh, das ist fast voll. Ich glaube... Ups, nee. Ich glaube, wir müssen mal ganz schnell von der... vom Cup hier auch ein paar Schiffe rüberschicken. Und zwar nehmen wir das einfach. Alte Welt, Gefängnis. Let's go. Okay, jetzt können wir uns mal ganz kurz die Items anschauen. Weil ansonsten haben wir ein Problem mit dem Platz. Hier brauchen wir, soweit ich weiß, nichts. Nö. Und Sektkellerei, Rumbrennerei. Besondere Gäste. Warte mal, das wird in die Handelskammer gesorgt. Okay, merkwürdig. Sind ja eigentlich alles für Rathäuser, die Dinge? Ich glaube, bei ihm kriegen wir die... Nee, bei... Was war sie? Ihm kriegen wir die Gebäude für den Hafenbereich, gell? Da müssen wir auch mal schauen. Vielleicht schicken wir da auch noch schnell ein Schiff rüber. Gelehrtenhaus. Verringert Verbrauch von Hibiskus-Tee. Brauchen die überhaupt gerade Hibiskus-Tee? Ich glaube noch nicht. Piratenkanonenboot ist zwar schön, aber nicht das Schiff, was ich gerne hätte. Ich muss ein bisschen aufs Geld achten. Großküche, Holz... Oh, das ist ganz gut eigentlich für ein... Ja, komm. Großküche anstelle von verarbeitetes Gebäude, Schwein. Aber wir haben ja gar keine Großküche. Darum nehmen wir dich. Ein neuer Auftrag. Du kommst nach Crown Falls. Und dann gehen wir nochmal kurz rüber. So, und kümmern uns jetzt hier um die Fälle. Dann können wir hier ja noch eins mindestens reinmachen. Gut, du bist jetzt überladen. Das ist logisch. Geh mal hier hin und dann... Gehst du hier hin, dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeit. Das ist eine wahrhaft bedeutende. Und dann schauen wir mal. Im Notfall können wir es wahrscheinlich auch noch, genau, wir könnten auch noch verdoppeln. Müssen wir mal schauen. Dass die jetzt ausgehen, wundert mich. Dann ist natürlich die Frage, reicht die Produktion theoretisch? Reicht die Produktion in der Theorie? In der Theorie reicht die ganz sicher nicht. Okay, das ist interessant. Zack, zack. Reicht jetzt? Nein, das war das Falsche. Steuerung Q. 16. Nee, wir brauchen immer noch eins. Wow. Okay, da fehlen dann natürlich wieder Arbeitskräfte. Altbekanntes Spiel mittlerweile. Dann lassen wir doch erstmal da oben aufstocken. Ja, das sind vielleicht ein bisschen viele, oder? Ja, geht sogar. Gut, während die versorgt werden, können wir mal hier gucken. Die können wir auch langsam versorgen, aber das gleich. Pelzmäntel werden also. Strom wird, sobald das Forschungsinstitut abgeschlossen ist. Oh, das ist abgeschlossen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ölquelle verschieben. Ich habe das doch erforscht. Oder habe ich was Falsches erforscht?
Was habe ich erforscht? Warum? Was habe ich die ganze Zeit erforscht? Ich habe da... manchmal möchte ich mir einfach selber schaden. Reicht nicht aus. Es bedarf ja gut, wir hätten noch ein paar Kräfte, aber... Mutter versteht das natürlich nicht. Er hilft nichts. Boah, das hat mich jetzt aber... Nun gut. Dann neuer Plan. Wir holen von irgendeiner anderen Insel Öl. Weil wir brauchen ja ein bisschen Öl. Wir könnten hier ganz gut, dann könnten wir den Pendlerkai hier weg machen, hier hin. Ändert ja nichts dran. Ach, das könnte auch hier ran liegen, dass die Sachen nicht gingen, gell? Oh Gott, jetzt fehlt's ja. Jetzt fehlt's überall. Wir brauchen mal Seife. Dann haben wir auf jeden Fall genug von denen. Wo produziere ich denn hier die Schweinchen? Nee, das. Da ist Brot. Hier. Hier. Aber da habe ich genug. Genau. Schweinchen auch. Gut. Dann schauen wir mal. Arbeiter. Das bedeutet 1, 2. 1. Achtung, der Bosch. Ja, das wird früher oder später dann mich natürlich auch hier ein bisschen zurückschlagen. Aber wir können ja die normalen Handwerker erstmal so machen, indem wir hier nochmal hinbauen. Hier habe ich irgendwie Platz für Schienen gelassen. Warum? Nur für die Weinfelder oder für was anderes? Wir machen das Beste aus unserem Leben. Ich werde es früher oder später sicherlich rausfinden. So, dann weg. Das ist natürlich jetzt kontraproduktiv, wenn wir im Minus sind, aber geht gerade nicht anders. Hier können wir aber auch noch ausbauen. Stimmt. Hier haben wir ja noch ein paar Rohstoffe. Und produzieren ganz gut. Hier fehlt Fisch. Es fehlt hier überall gerade irgendwie, kann das sein? Aber hier haben wir eine schöne große Küste. Naja, zumindest etwas. Ach ja. So, dann machen wir mal hier hin. Wenn wir jetzt Holz haben. Zack. Damit sollte dann das Fischproblem auch gelöst sein. Ja, Klamotten müssen wir mal gucken. Können wir das Layout hier noch irgendwo mal hinbauen? Gut. Ja, dahin. Ja, dann machen wir das doch. Beziehungsweise wir planen es erstmal dahin. Hier, zack. Jetzt brauchen wir nur noch Holz, um das einmal hochzumachen. Und deswegen geht es ja auch gerade ins Minus, weil uns die Einwohner hier fehlen. Na gut. Haben wir gleich. Dann können wir uns hier eigentlich auch mal kurz um Seife kümmern, weil wir haben ja hier Stahl. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so dumm, die Idee. Warum machen wir es denn? Da ist halt blöd. Wir könnten es hier hin machen. Ich bin mir sicher, das passt irgendwie. So. Also es fehlt natürlich an Holz wieder. Was wir aber mal machen können, wir nehmen mal drei Schiffe. Drei Schiffe beladen die jeweils mit Brettern, Ziegeln und Stahl für die Inselbesiedlung und schicken die dann in die neue Welt. Du kannst mal in die alte Welt und zwar hierhin. Oh nein, da höre ich doch schon. Ach ja. Vielleicht holen wir uns doch erst... Achso, wir müssen hier rüber. Vielleicht holen wir doch erstmal Ressourcen, um da unten die Pandemie in den Griff zu kriegen. Das bedeutet, wir gehen mit Stahl und Fenstern und schicken dich dahin. Oh, das könnte böse da unten enden. Auch ein Grund wahrscheinlich, warum die Sachen uns gerade ausgehen. Naja, Bretter-Ding und einmal Stahl.
ein neuer Auftrag. Dasselbe für dich. Einmal Stahl und damit könnt ihr schon mal in die neue Welt. Und zwar, ja, keine Ahnung, geh hier hin. Erwarten neue Horizonte. Gut, aber wir sind wieder im Plus, das ist schön. Das heißt, wir können das machen, wir können das machen. Damit kommt da auch jetzt Seife an. Wie sieht's aus? Ihr Schiff ist von der Überfahrt. Wir fehlen natürlich jetzt gerade Ressourcen. Wir könnten auch ein bisschen Ressourcen handeln, natürlich. Captain Morris trifft gleich ein. Können wir Pelze gehen. Ja gut, warum will ich mir Brot einhandeln? Also Brot ist voll. Das heißt, wir nehmen Geschütze. Hier machen wir mal vielleicht nicht 600 raus, sondern vielleicht 200. Und den Rest kannst du hier mit. Ja, guck mal. Da werden die restlichen, das heißt, wir kriegen da ein bisschen was. Das geht dann. So weit, so gut. Dann produzieren die genug. Das heißt, damit haben wir dann kein Thema, also kein Problem mehr. Ja, Brillen. Ich guck mal ganz kurz in die alte Welt. Ist da mein zweites Schiff? Ah ja, perfekt. Oh, das ist doch was. Den nehmen wir mit. Den können wir oben gleich einsockeln. Und hier hätten wir nochmal die Großküche. Das wäre nochmal der Hibiskus-Tee. Du machst nix. Siederei. Das ist alles nicht nötig. Oh, den Hugo nehmen wir mal mit. Will ich den mitnehmen? Ist natürlich gut, wenn wir oben beispielsweise eine große Getreidefarm jetzt mal mitnehmen. Ja, ich nehme mal mit. Wir haben gerade ein bisschen Geld. Rum will ich noch nichts im großen Stil machen. Alle Schiffswerften, Baukosten weniger, Arbeitskraft, das ist eigentlich ganz cool. Aber lohnt sich das für den Preis? Ich würde sagen, nein. Aktuell nicht. Die Menschen lassen sie hoch. Dich nehmen wir mit. Ei. Capture Lorny, Crown Falls. Ich gehe mal auf die zweite Geschwindigkeit. Damit wir ein bisschen was hinkriegen. Der geht rüber, perfekt. Dann neue Welt. Auf welche Insel schicke ich die jetzt eigentlich? Ach, guck mal hier hin. Das passt ja, weil dann teilen wir uns da auf. Eins besiedelt die große Insel. Ich habe die Hoffnung, dass die große Insel eh nur von mir besiedelt werden kann. Wenn ich das jetzt aber annehme, könnte es ziemlich gemein werden. Haben wir hier... Habe ich ein Schiff? Oh ja, guck mal, ich habe dich da runtergeschickt. Perfekt, okay, zwar an die falsche Insel, aber... Das bedeutet, wir können jetzt Kaffee zumindest... Warte mal, wo ist das hier? Genau. Kaffee... Wir können die Düngefarm in Betrieb nehmen. Das wollte ich sagen. Nur wo? Generell wollte ich ja oben auch alles für die Luftschiffe bauen. Das wird ein Anblick. Ja. Müssen wir mal schauen. Hier zwei Lagerhäuser. Alte Welt. So, nee, ich muss einmal kurz ins Kap. Hier. Meine todkranke Insel. Okay, Stahl haben wir. Wieso haben wir jetzt hier genug Stahl? Haben wir hier nicht ein Stahlproblem gehabt? Ah ja, wir stellen ja jetzt selber her. Stimmt ja. Da war ja was. Handwerker. Eins. Und mir fehlt. Was fehlt mir? Nein, nicht Glas. Davon habe ich doch nicht genug mitgenommen. Hier, nimm mit. Ja, einmal kurz zurück. Gut, wir kriegen es ein bisschen in den Griff. Aber. Naja. Wir gehen mal hier hin. Hoffentlich irgendwie ein bisschen was, bis wir genug Glas hierher gebracht haben. Du bist da, das bedeutet abladen und dann kannst du wieder zurück. Und zwar alte Welt, Gefängnisinsel. Ein schöner Austausch. So. Die Pelzmäntel kommen jetzt wahrscheinlich. Kaffee müssen wir mal gucken, ob es da an der Produktion lag oder am Abtransport. Wenn es jetzt dann noch scheitert, nämlich... ist ein bisschen viel vielleicht hier, oder? Welch seltene Schmetterlings- Anlegestelle. Darf ich mir das mal näher ansehen? So, welche Insel hättest du gern? Ja, mach so ruhig. Eine
verbleibende Vegetation. Ich muss dir danken. Jetzt alte, nee, neue Welt. Neue Welt, schnell die Teile hier mal abladen. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal gucken. Oh, es fehlt hier an. An was fehlt's hier? Gar nichts, aber wir sind trotzdem stark im Minus. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ich mach nochmal das weg. Und plan das nur. So, weil jetzt kriegen wir eh die Düngefarmen hin. So, das bedeutet, wir gehen. Ja, wo mache ich das jetzt? Es muss ja im Bereich der Hacienda liegen. Das heißt, wir hätten hier eigentlich ganz guten Platz. Ich habe die noch hier unten hingestellt, oder? Ne, wo habe ich denn die hingestellt? Habe ich überhaupt gerade welche? Oder laufen die auf leer? Das nimmt ab. Das nimmt ab. Minus 1, minus 1 kann aber nicht sein, wenn ich nichts gebaut habe. Ah, hier. Okay. Das sind die, gell? Düngewerke, genau. So, damit kriegst du Dünger. Schon mal nicht schlecht. Wir könnten theoretisch uns auch an die Traktorscheunen dran machen. Dafür müssten wir aber Öl hierhin verladen. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Darauf habe ich gerade noch keinen Bock. Was wir hier auch... Ja, ich weiß doch. Was wir auch mal machen können, ist ein Postsystem hier integrieren. Wenn ich es jetzt finde. Obrero? Ah ja, hier. Ja, hier vielleicht hin. Beziehungsweise einfach hier oben über die... Ja, das passt leider nicht. Wie weit komme ich hier? Wenn ich jetzt sage, wir gehen hier hin. Dann haben wir erstmal hier ein Problem. Aber wir könnten sagen, dass... Hier passen dann noch Häuser hin. Das ist ja prima, als wäre das... Nein, hier, stehen nach der Epidemie. Oh, die ist rum. Ja, perfekt. Gut, hier fehlt noch ein bisschen davon. Das ist kein Thema. So, wo kriege ich die nächste hin? Theoretisch auf der Höhe. Also eins hinten dran. Das geht aber. Zeige ich euch, wie es ist. Klar, es ist nicht schön. Aber was muss, das muss. Alte Weisheit. Das passt. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ja, erst jetzt geht ja dann das eigentliche Item in Produktion. Ich komme heute irgendwie, so gefühlt zumindest, nicht so weit, wie ich will. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das hier können wir mal wegmachen. Das ist ja eh darüber verbunden. Die hier sind, glaube ich, ganz zufrieden. So. So, das Schiff ist ja mittlerweile auch hier. Das heißt, wir nehmen zweimal Fenster einfach. Zack, zack. Das gibst du ab. Dann nehmen wir gleich dreimal. Fahren damit da runter. Und jetzt da heißt es... Hallo Leute. Entschuldigt, dass ich euch sterben ließ. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Jetzt passt das doch wieder. Und wir haben ein gutes Plus an Einwohnern. Nicht schlecht. So, jetzt können wir auch hier... Zack. Mal das machen. Ich hoffe, das passt von der Produktionsmenge her. Ich glaube aber schon. Ja, wir müssen mal gucken, wie es aussieht mit Pelz. Ja, da haben wir gerade genug. Oh nee, Maschinen gehen auch runter. Was wollen die denn alles? Das ist echt katastrophal. Ah, Nähmaschinen wahrscheinlich, gell? Sogar ein bisschen mehr. Ja. Ja, müssen wir abwarten. Das geht nicht so einfach. Ah, guck mal. Und wieder zurück. Das wird immer mehr. Also. Ihr Schiff ist von der Ich nehme mal das Item raus. Nee, das war nicht das. Das. Mal gucken, ob die passt.
So, und wo habe ich denn die andere Produktion? Die habe ich da hochgelegt, gell? Kostet natürlich jetzt auch erstmal Arbeitskräfte, logischerweise. Aber das kriegen wir. So. Geht nochmal und... Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Nee, lass mal. Lass mal gut sein. Gehen auf die Barrikaden. Natürlich jetzt auch noch das. Mit welchem Recht? Mit meinem Recht. Mit welchem Recht mischst du dich ein? So, mal gucken. Ja. Denkt wie einer von uns. Das geht hoch. Ja, im Notfall müssen wir einfach mehr. Im Notfall mehr Häuser. Was macht die Feuerwehr da oben? So bringt das aber nichts. Haben wir hier irgendeine Reihe, die... Oh ja. Zack. So. Damit passt das doch. Der Verbrauch ist ja eh um 30% gesenkt. Ja, das sollte jetzt erstmal ausreichen. Mal gucken, wie sieht es mit der Produktion aus? 29, ja. Das ist nicht schlecht. Überfahrt zurückgekehrt. Das heißt, wir können sogar noch ein, zwei dran nehmen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ja, da geht's mal wieder die Bände. Die Insel hat sie gerade erst eingenommen. Eines Konkurrenten wurde Guck mal, die ersten Luftschiffe. Wirft die was ab? Die kann nämlich meine Bevölkerung... Die Insel eines Konkurrenten wurde... Das ging schnell. Ja, Brillen, da will ich mich eigentlich... Wir schauen nochmal zu den Items. Da schauen wir nochmal hin. Ach, guck mal, der nochmal. Der Streik wurde beendet. Nehmen wir mit. Schulen ist auch ein geiles Item für Attraktivitätslayouts. Aber Besucherhelfen haben wir gerade nicht. Das haben wir auch nicht. Das ist ein geiles Gebäude. Dinge haben wir aber schon. Krankenhäuser, Polizeireviere. Das kaufe ich gleich wieder ab. Ich hoffe, ich denke dran. Alle Wohnhäuser, Schulen. Nicht so viel Glück. Wobei, ich darf mich nicht beschweren. Das Item, was ich wollte, habe ich. Weberei und Schneiderei, Holzfäller, Metzger. Ich muss ein bisschen aufs Geld trotzdem achten, auch wenn wir ein bisschen mehr haben. Besucherhäfen. Gelehrtenhaus. Okay, erstmal nicht. Aber ich habe hier da hinten noch ein Schiff. Mal gucken, was verkaufst du? Ach nee, du verkaufst für Wohnhäuser, gell? Kann das sein? Jetzt, wo ich das sehe, Schuster. Musikpavillon. Dampfschiff. Okay, das sind nicht die Items, die ich suche. Ja gut, dann kannst du mal darüber. So, 2,1 Millionen. Muss ich ein bisschen im Kopf haben. Oh, wir könnten die mal aufsteigen lassen, aber dann brauchen die ja noch mehr von dem Zeug. Schlafen, schuften, jeden Tag. Ach, ich hätte es. Ja. Du gehst mit 2 hoch. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das heißt, zweimal können wir es noch hoch machen. Natürlich ist das auch ein gewisses. Ach ja, nee, dann können wir es hier einmal zerstören, glaube ich. Weil da drüben ist ja unter Strom. Naja, müssen wir mal gucken. Die Ölquelle braucht noch ein wenig. Mal gucken, ob es dadurch gelöst ist, das Problem. Konserven. Konserven macht mir aber zu schaffen. Weil ich da drüben keinen Platz dafür einfach mehr habe. Beziehungsweise, wenn ich die abreiß, schon. Natürlich kriege ich da nicht...
Kann ich das noch eins rübersetzen? In der Theorie schon. In der Praxis ein bisschen blöd. Eigentlich sollten die, glaube ich, hier zusammen hin. Na gut, ich mache erstmal hier hin. Wird schon. Wofür zahlt man? Wie sieht's aus? Jetzt Nähmaschinen. Es sollte reichen. Reicht's an Eisen? Nö. Kohle reicht. Du reichst auch, aber wir brauchen Eisen. Hol ich das schon von der Insel hier ab? Ja. Da hole ich schon ab. Das bedeutet aber, hier können wir mal übertakten. Weil das interessiert hier gar keinen. Und dann warten wir auch hier auf ein gutes Item. Sind die Schiffe eigentlich in der neuen Welt angekommen? Jo. Die warten hier gut. Jo, dann Capsuloni. Da haben wir ja auch noch ein Schiff, was wir eigentlich darunter schicken wollen. Hier kommt mal... Ach, guck mal, hier hat es gekauft. Boah, 108.000. Naja. Wieso, das habe ich doch abgeladen, dachte ich. Ah, mehr passt da nicht. Na, ja gut, dann gehe ich damit zurück. Die Stadt freut sich. Wurst brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel, wie wir eigentlich herstellen. Weil damit handle ich ja jetzt nicht wirklich mehr. Oh, die Dinger gehen aber gut runter. Ja, vielleicht sollte ich hier mal nicht so viel machen. Vielleicht machen wir hier mal 50. Ne, nicht 550. Und dann der Rest hier in Pelze gehen wir vielleicht mal mit auch 50. Nein, nicht 500. 50, ja, das sind 440 Pelze. Das kann ich gar nicht ausgeben. Hochräder, Kautschuk passt. Wir könnten, ja, wir können auch eigentlich reines Eisen importieren. Da können wir hiermit ein bisschen handeln. Sagen wir mal, oh ja, 60, das ist ein guter Trade-off. Das sorgt für ein bisschen. Damit uns das nicht leer geht. Ich habe am Anfang ja gesagt, das ist ein sehr starkes DLC. Ich glaube, ihr wisst jetzt, warum ich das auch so gesagt habe. Reife muss man nicht vom Baum schütteln. Bist du eine reife Frucht oder was willst du mir damit sagen? Oh, reife Früchte muss man nicht vom Baum schütteln. Machen wir lieber mal die Betonstraßen. Gut. Mir fehlt noch einiges an Material. Ja, ich glaube, ja, Schweine haben wir genug. Das wird er sich schon holen können. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Was brauchen die noch? Achso, die brauchen nur noch Brillen. Ah, das ist das Gute. Die Grenzen des Machbaren. Warum geht das runter? Liegt es am Stoff? Liegt es an der Produktion? Eigentlich müssten die alle auf 100% arbeiten und damit ausreichend produzieren. Oder es liegt an den Warenhäusern. Weg, weg. So. Da müssen wir auch mal einen schönen Ort für finden. Oh, hier können wir doch das mit der Schokolade auch noch reinmachen, gell? Ja, Trauben und Schokolade, perfekt. Ich verlange von meinen Leuten nicht mehr als. Wir können aber dadurch jetzt, weil ich glaube, ich habe das ja ausgemessen. Ne, nicht das. Wo sind denn die Brote? Da. Minus 50. Das freut natürlich auch die Bevölkerung. Nachdem ich das hier hochgeschraubt habe, die Brote ein bisschen runter. Das macht ein Plus von 2. Gut. Das haben wir. Ich bin mal... Achso, jetzt kann ich mir mal die Konserven anschauen. Wahrscheinlich produzieren wir jetzt viel zu viel. Ich habe da ja ohne Sinn und Verstand hingeklatscht. Viel zu viel. Kommen die noch oder werden die da schon eingerechnet? Das frage ich mich natürlich. Ich warte noch. Ich glaube schon, dass das reicht. Ja, Brillen. Brillen. So eine Sache. Die sind schon bei plus 50. Der Rest passt aber wieder. Also Nähmaschinen reichen aus.
Mal gucken, wie es mit Stahl hinhaut. Das geht auch runter. Ja, Morris kommt ja gleich. Gleich. Irgendwie zeitmäßig bin ich heute ganz schlecht. Apropos zeitmäßig, wir sind am Ende. Das bedeutet, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Dann im letzten Part vor dem DLC. Mal gucken, was wir da noch uns anschauen. Vielleicht die Luftschiffe. Das ist ja immer noch auf meiner To-Do-Liste. Naja, mal schauen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.